Wir haben euch gebeten, schickt uns eure Geschichten, eure Sorgen, eure Erwartungen zum Schul- und Abschlusschaos in Nordrhein-Westfalen. Und es sind über 700 Einsendungen bei uns eingegangen, Schülerinnen, Eltern, Lehrer, die alle berichten von ihren Sorgen, von ihren Erwartungen an die Landesregierung. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit, für euren Einsatz. Ihr habt jetzt alles getan, was ihr tun konntet, um dieses Abschlusschaos noch zu stoppen. Jetzt ist es die Aufgabe der Politik, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir haben die ersten der vielen Einsendungen online gestellt auf abschlusschaos-nrw.de und es ist jetzt Zeit, dass die Landesregierung euch und euren Sorgen zuhört und euch ernst nimmt. Wir werden als Grüne im Landtag von Nordrhein-Westfalen am Mittwoch im Schulausschuss auch diese Position einbringen und dann nächste Woche im Plenum. Schaut das gerne an und verfolgt es weiter. Wir werden uns weiter dafür einsetzen.